Ja, natürlich. Also, mache ich mal. Achso, da fällt mir noch was ein. Hamsterbacke, den kannst du nicht mehr kriegen in Sturm, also nicht auf Wegen, die mir bekannt wären. Wie liegt denn jetzt hier auf 5-7? Ja, keine Ahnung, ich finde Jingle nicht. Oh, Kinder. Das Guck ändert dir, sich. da, so wird er geschrieben, der gute Mann. Das ist genauso wie mir heute auch schon wieder, obwohl ich ein Video dazu gemacht habe, mir wieder einer erklären wollte, er findet diese scheiß Kampfgruppe nicht. Nimm alle Haken raus, gib den Namen richtig ein. Wie viel sind es mittlerweile? 101? Keine Ahnung. Moment, ich habe nur eine. Ja, warte, wir sind 101, ja, tatsächlich. 101, beziehungsweise 100 Mann, naja, eigentlich 99, wenn man Jingle und Partykeller abzielt, haben es gefunden. Nur einer will mir erklären, er findet es nicht. Also, sofern er nicht irgendwas mit dem Server nicht hinhaut und seiner Internetverbindung, kann ich es mir nicht vorstellen. Nee, das müsste schon klappen, ja. Oh, das musst du jetzt Paulina, mal wir raus. können darüber, ne? Wir können darüber diskutieren. Du rettest oder du kannst mich noch 10-mal rächen und dann diskutieren wir. Wir machen Oh, hier was habe ich verpasst? ein Schutzsystem. Ich mache Schutzgelderpressung quasi. Paulina, Ich wir können das auch zwinge. ganz einfach machen. Du kommst zu mir rüber und kriegst den Unteroffiziersrang direkt. Nee, das kann sie nicht, weil ist ja nur noch ein Platz frei, leider, ne? Und sowieso vom Skill her muss sie bei uns rein, weißt du? Ja, Das wäre gut, für dann dich mach. zu hoch da. Weil wahrscheinlich die gleich alle, das wäre auch schade, ne? Ja, gut, dann mache Dann ich würde halt die Leute noch fördern. Dann mache ich meine Kampfgruppe einfach dicht. Dann mache ich geschlossen raus. Dann werde ich wenigstens nicht mehr penetriert mit irgendwelchen Anfragen. Ohne Scheiß, ich habe heute bestimmt im Laufe des Tages. Ich habe ja die App jetzt auch auf dem Handy. Also bestimmt 12, 13 Anfragen abgelehnt. Naja, ich habe auch einen Haufen hier. Ich Schweine gucke meine jedes Mal guten wieder rein und Nächte. plötzlich sind hier irgendwie 5-6 Mann mehr drin, denke ich, okay. Partikel da wieder gewütet. GGG, danke für den Follow. Benny, du hast das richtig erfasst, ne? Das kann natürlich auch sein. Leserechtschreibschwäche, das kann natürlich sein. Schutzgelb für mich muss jetzt aber sein. Nein, ich habe nicht alle Panzer. Bringt hier nichts, was ich probiere, ne? Nee, ich hab's. Das Was ist fürchtet aber. der Stand, auf dem ich bin. History, ja, gehe ich mit, aber du bist ja nicht den ersten Tag hier. Und mittlerweile müsste sich das eigentlich rumgesprochen haben, dass wir auf allen Plattformen, in meinem Fall, oder im Fall Chat und Spiel gleich heißen. Jingle heißt überall gleich, Partykiller heißt überall gleich, ich heiße überall gleich. Das haben wir der Einfachheit halber so gemacht. Ich weiß, das ist heute bei der jüngeren Generation nicht mehr so Fame. Da ist es cooler, 30 Namen zu haben, wo dann keine Sau mehr Internet durchsieht. Shame, ne, hier macht der eine auf jung wieder. Warte, pass auf. Sass. Alter, Oh, ich jetzt komme. aber. Wenn ich mir den Scheiß anhöre, ne, ich komme dann überhaupt nicht mehr mit. Also wenn. Da merke ich echt, dass ich alt bin. Ist der raus aus dem Jugendslang. Definitiv. Ich bin mir ein bisschen uneinig, wo ich lang gehe, ehrlich gesagt. Aber ich glaube. Ich habe überlegt, aber ich glaube, hier links lang Was muss ich tatsächlich. denn da sehen? Los, komm, Katjuscha. Folgen Sie mich. Wir machen ein Kind zusammen und dann kommt dann VW mit zwei Rohren raus. Also so wird das mit der Performance, da wird das nichts mit Unteroffizier hier. Ne? Also, unglaublich. Das Benny, wäre wer ist T-74B. BF4? Gaswasser Trichter, da bin ich jetzt nicht gerade mitbekommen. Was ist mit dem T-64B? Bin jetzt offiziell Personenschützer für Jingle. Aha. Also Ja, fährt theoretisch. falsche Richtung, ne? Was? Fährt weg von mir, das ist wieder Personenschutz. Ich wollte gerade sagen, also theoretisch, wenn du krepierst, dann hat sie ihren Job nicht richtig gemacht, oder? Ja.
Ah ja, ich müsste nur sagen, ich glaube, das mit, ich muss noch ein bisschen schwieriger machen hier, weil mir scheint irgendwie die Motivation scheint noch nicht ganz da zu sein, wo ich sie haben möchte. Wenn ich sterbe, ohne dass ich geschützt wurde, dann wird das wieder geresettet, ne, der Counter von den 10. Muss es hier, ich glaube, jetzt wird das uns nichts mit der Arbeitsmoral hier. Ja, Tiger, gönn dir. Schön bist du runter. Fabian, für WT gibt's eine App. Kannst du dir runterladen. Dann kannst du so, gerade was so Kampfgruppen und so angeht, da so noch ein bisschen rumnudeln auf dem Handy. Das ist für die, die nicht den ganzen Tag 8 Stunden am Rechner sitzen und zocken. Möchte ja niemanden zu nahe treten. Paulina, ich kenne selber auch noch nicht alle Regeln. Das ist das Witzige, ne? Ich erfinde die hier on the fly. Das ist das Schöne. Wir kennen sie beide noch nicht. Wir werden beide jederzeit überrascht davon. Ich habe hier gerade ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich fühle mich hier etwas unwohl. Ach, das war so klar. Ja, fühle ich, wo auch immer diese Granate hinging. Hallo, das ist Belästigung. Benny, müsstest du ja eigentlich hier zwischendurch mitbekommen haben. Also 101 sind wir in der zweiten Kampfgruppe. Wir werden da jetzt dann so ein bisschen sieben, gucken, wer aktiv ist und wer nicht. Und wenn das abgeschlossen ist, dann werden wir aktiv über die dritte Kampfgruppe nachdenken. Also was heißt nachdenken, einfach dann aufmachen. Ach, diese Bomben. Wie ich vergessen habe, dass Flieger hier unten noch wesentlich mühsamer sind. Also da staune ich echt, dass ihr für eine Ausdauer habt, durch dieses Battle Rating hier so oft anzutun. Das ist so ein Cancer mit den Fliegern. Ich habe mittlerweile einen Dreh mit der Flak so gut raus. Bei Da juckt mich Deutschen. das relativ wenig. Wenn man diese Doppel-40er Bofor hat, da geht nicht so viel. Sie ist ja kritisch gemacht, nichts passiert, sogar mit der Heilgranate. Fliegt trotzdem weiter. Kannst du mal runtergehen, bitte? Danke. Meine Fresse, 3 40er treffen müssen. Wo? Ich hasse den Panther echt, das ist so Nee, Benny, ich hab ein T95 nicht. Dieses Drecksgewackle von dem Panther, das geht mir so auf den Sack. Also den Panther haben die so verwurstet in diesem Spiel. Möge das German Main Nee, Leben ohne mit. Scheiß. Panzer im Zweiten Weltkrieg mit dem besten Fahrwerk. Und das Ding Und abgesehen wankt von rum wie den so ein. Wartungsanfälligkeiten und der Ja, gut, das Lebenszeit ist ja von was irgendwie anderes. 3 Kilometer oder sowas. Da kommen wir ja wieder dann in den Puma-Modus. Ja, aber in der Theorie zumindest. Da siehst du, deswegen wackelt das hier ein bisschen mehr. Und dafür, weil es ein bisschen mehr wackelt, hält es dafür auch die ganze Runde durch. Das ist eigentlich sehr realistisch, finde ich. Das ist ein, ne? Du könntest auch 10 Meter aus dem Spawn fahren und dann erstmal reparieren. Das würde ich mir fühlen. Das wäre für mich Ja. authentischer. Ja, du, also jedem das seine, ne? Das kann man Da natürlich auch machen. würde ich dann gleich da sitzen,
Kannst ja gar nicht jemanden fragen. Ob das nicht möglich wäre, dass man es irgendwie ein bisschen anders machen würde. Das ist so ein Schwachsinn. Weißt du, es gibt Videoaufnahmen, wo du siehst, wie das Ding da drüber ballert über so Hügel und so ein Scheiß und da zuckt nichts. Und hier wie so eine Badewanne. Steif wie ein Brett, das Ding. Haben sie das da unten? Sieht so aus. Ja, sind dafür den Typen, ich kann gerade im Chat nicht mehr gucken, wie er heißt, aber einer, der da gefragt hat wegen Täuschkörper, das haben die Chats natürlich dann, ja, ab einem gewissen Level. Achso, das wollte ich dich mal fragen, weil du kennst dich ja mehr aus als ich. Gibt es da Unterschiede zwischen den Täuschkörpern? Ja, also es gibt die Flares, ne, die Leuchtfackeldinger quasi, heißen die auf Deutsch, keine Ahnung, und die Radar-Dinger halt, ne. Irgendjemand hatte da mal gefragt, ja, ich hab keine Ahnung. Die Frage ist halt immer, was du dran kriegen möchtest. Ob du... das war dumm von mir. Ob du halt Radar verarschen möchtest oder Infrarotraketen. Mhm. Weil ich tatsächlich sagen muss, dass ich da eigentlich meistens nur die Flares mitnehme und Radar verzichte, auch auf 11.0, respektive 11.7. Das kannst du notchen, weil denn es ein PD-Radar ist. Aber das wüsstest du alles, wenn du endlich mal deine Wedgefield einlösen würdest hier. Ja, komm noch. Und ja, die G91 hat keine, das ist korrekt so, ja. Das müssen nicht alle haben, es gibt einfach viele, die haben, aber... nicht unbedingt auf dem BR von der GR90. Verkackt, mein Freund. Das ist immer eine gute Idee, wenn man Sachen kauft und erst dann nachguckt, wie sie sind. Du konntest die ja testfliegen, wenn sie mal gucken können. Deswegen macht es Sinn, sich da erst zu informieren, jeweils. Allerdings. Statt da blindlings zu kaufen. Herr Türscher, da kommt dir ein Panther entgegen. Oh, komm aus dem Arsch, Schätze. Meine Güte. Immer dieser deutsche, untermotorisierte Schmutz hier. Wo ist er hin? Haben sie den? Was Floyd, danke für dein Follow. Keine Ahnung, ob sie den hier gefunden haben. Wusste ich doch, dass er noch da ist. Ja, guter Versuch, mein Freund. Ich spiele gerade die Deutschen. Wohl genötigt dazu. Gezwungen.
Scheiße, wie kann man da so scheiße sein, die Fliege hier? Unglaublich. Das war jetzt schlecht. Rick kannst du so noch Marsch. Das ist natürlich richtig schlecht jetzt. Ah, wir halten aber so aus, wir sind ein deutscher Panzer. Fabian, moin. Bin ich der Einzige, der Panther über alles hasst? Ich hasse sie nicht, aber manchmal regen sie mich einfach auf. Verkackt, mein Freund. Ah, T-34. Aber immerhin habe ich den Tiger noch gekriegt. Oh, was habe ich da verpasst? Da kommt ein Flieger auf beide zu, ne? Was? Pimesio, danke für den Follow. Dass ich dich mal erwische, German 4... Ja... Ich wurde ganz nett gefragt, dann habe ich gesagt, naja gut. Ach, ja komm, hau ab! Holt es euch! Sniper Monkey, wegen welcher Nation sich am besten eignet, das ist immer die Frage. Das ist diese klassische Frage, die man nicht allgemein beantworten kann. Je nach Stufe, die du gerne spielst. Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, die modernen Panzer. Ist das ganz unterschiedlich. Und die T-80 BVM-Frage, die muss man bei Kuso mit einem Nein beantworten. Da bin ich, glaube ich, abgesehen von Enderman, einer der wenigen, der den hat. Enderman hat alles. Ja gut, der hat sein Enderman kauft alles. Gesagt. Ja. Also für den Anfang empfehle ich immer halt Deutsche, Russen, Amis. Und wenn ihr was haben wollt, wo ihr überall was Schlaues zum Spielen habt, nehmt die Russen, nicht die Deutschen. Ja. Also wenn ihr nur eine einzige Nation spielen wollt, von Anfang bis Ende durch und überall okay bis gute oder sehr gute Panzer haben wollt, dann spielt ihr Russen und dann seid ihr gut bedient. Das kann ich so unterschreiben. Wenn ihr große und eine kleine spielen wollt, dann könnt ihr meinetwegen die Deutschen für Zweiter Weltkrieg, Tiger, Panther, sowas, da sind die ganz nett. Und dann dafür irgendwie, was weiß ich, Schweden, Japaner, Chinesen als zweites durchspielen, die gehen. Ja, wobei die sind an sich gut, aber die zähle ich nicht auf, einfach weil die nach den Russen der zweitgrößte Baum sind, ne? Ja. Da hast du länger als mit dem deutschen Krieg, um irgendwo hinzukommen. Da kommt irgendwas, Pauline. Nein. Helden auf den Schuss geworfen.
Hab da mal zwei angefragt. Sie wieder Geschenke geschickt. Versuchen jetzt B zurückzuketten. Der eine scheint mir da recht nah drauf zu sein. Nein, ihr ist es, glaube ich, relativ nah dran. Sehr schön. Arme Kerl, ne? Oben offen, da kriegt so ein Ding angeworfen. Ich glaube, da hängt noch einer drauf. Ja, da sind zwei, einer auf dem Hügel oben, einer auf dem Cap. Gucken, ob wir noch einen Luckshot hinkriegen. Was ist dieses Wassermarsch? Ist das auch? Ne, da ist kein Sound für hinterlegt. Das ist, ich sehe es aber aus dem Augenwinkel jedes Mal. Das ist für mich, damit ich mal zwischendurch auch was trinke. Das vergesse ich ganz gerne mal. Wie findest du schwedische Panzer? Da bin ich nicht weit genug, um da eine Aussage treffen zu können. So wie das Martin ja gesagt hat, ich finde das schon ganz gut. Die nehmen das jetzt da bei uns hinten bei A raus, ne? Ja, wird schon sein. Weil ich sagen muss, ich finde die Schweden zu Beginn ganz witzig. Mitte zieht sich etwas, aber ich glaube jetzt mit den Finnen als Zusatz sind die, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Zwischendurch. Huse liebt große Munition, definitiv. Umso mehr TNT, umso besser. Alter, warum wasten die sich denn alle weg? Felix, gute Nacht. Wenn Deutsche auf Deutsche treffen, ja. Das ist so eine Kombi, die mag ich auch nicht. Wo verstecken die sich denn? Danke dir! Heute ein wildes Brummbär gefunden. Hast du dir geholt oder was? Brummbär macht Spaß. Brummbär ist in meinen Augen so ein bisschen teilweise der bessere Sturmmörser eigentlich. Benni, gute Nacht. Ich rück mal vor. Mal kurz Bomben holen gehen, aber dann komme ich dann auch noch mal. Brummbär ist ein tolles Auto. Schön gesagt. Wie findest du den T-34? Ich mag alle T-34 eigentlich. Also da gibt es eigentlich keinen, wo ich so sage, mag ich nicht. Außer jetzt diese abgefahrenen Varianten mit hier, also die Premiums vor allen Dingen. Mich nervt es halt ein bisschen, wenn die Ladezeit ein bisschen zu sehr durchs Kraut schießt, dann. Das mag ich nie.
Flieger? Ein Tiger? Oh. Hau doch ab! Hallo! Ist hier noch ein Team irgendwie, oder? Immer noch ein paar, sind nur noch drei Gegner, ein Haufen von uns, aber die machen leider nicht so viel. Schade, ich hatte gehofft, dass ich den damit runterhole. Ich starte jetzt nochmal. Der hat was gegen mich. Was haben wir noch? Einer ist aktuell noch drin, zwei andere könnten nochmal respawnen. Zwei habe ich gesehen, also einer ist da irgendwo am Wasser und einer ist direkt vor mir, den ruhig mir jetzt. Zwei sind noch gespawnt. Der dritte überlegt sich, glaube ich, noch. Und ich habe schon wieder verfehlt. Ach, das ist doch lächerlich. Wo ist er? Ja, vor mir. Und der ist weg, ne? Ja, der ist tot. Spawn fährt noch einer an. Ja, jetzt gerade. So, versteck mich hinter Felsen. Kannst du etwas weiter vor? Ist das weiter vorn genug? Bräuchte Hilfe. Pixel Gamer, wobei brauchst du Hilfe? Martin, danke für deine Rose. Jerry, danke für dein Follow. Moin, servus, moin, moin. Moin, seit einer halben Ewigkeit mal wieder dabei. Besser spät als nie. War gut, die Runde. Also jetzt muss ich hier mal Pipi-Pause gehen, ne? Jojo.